Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, meine Aufgabe. Und zwar, die ganzen Nahrungsergänzungen, die man so zu kaufen bekommt, die nützen natürlich relativ wenig, wenn man seine Basisernährung, seine Grundernährung nicht im Griff hat. Das heißt, was nutzt es mir, die tollsten Nahrungsergänzungen zuzuführen, wenn meine Hauptmahlzeiten 2, 3, 4, 5, je nach Stoffwechseltyp, natürlich überhaupt nicht zum Vorhaben passt. Deswegen ist es ganz wichtig und hat eine höhere Priorität als jede Nahrungsergänzung, ist die Basisversorgung mit Nährstoffen. Und da sich da viele immer etwas schwer tun, was esse ich? Was esse ich zu welcher Tageszeit? Was für eine Art von Zusammenstellung wäre ganz gut? Werde ich natürlich immer wieder neue Clips zum Thema essen. Und zwar No Fast Food. Eher das Slow Food, das heißt Essen in der eigenen Küche, Essen in der eigenen Küche zubereiten, Clips drehen und euch präsentieren. Heute gibt es Lachstaler. Lachstaler, und zwar haben wir da einmal Lachsfilet, Wildlachsfilet aus der Dose und insgesamt 800 Gramm, zwei rote Paprika, 50 Gramm Instanthaferflocken, 4 Eier, wer in der Reduktionsphase ist, das heißt Körperfett weit runter reduzieren möchte, der lässt eigentlich das Eigelb weg. Wir haben eigentlich ein gesundes Fett schon im Rotlachs schon mit dabei, Omega-3 Fettsäuren, lässt das Eigelb weg, macht nur das Ei klar. Wer eher in der Aufbauphase ist, wer noch nicht so nahe zum Wettkampf oder wer nicht so weit reduzieren möchte oder wer einen sehr guten Stoffwechsel hat, die ein paar Gramm Fett dann auch noch verträgt, der nimmt da das gesamte Ei. Dann haben wir insgesamt 2, 4, 6, 8 Esslöffel Zwiebeln, dann haben wir Dill, frischen Dill und was haben wir noch? Prise Salz, Prise Pfeffer und dann noch ein paar Salatkräuter mit Knoblauch mit dabei. So, und jetzt kommt komplett das Lachsfilet, alles zusammen hier rein in die Schüssel und wird mit den Händen vermengt, die man natürlich vorher gewaschen hat. Und dann kommen die hier rein, in diese Formen, und dann haben wir nachher hervorragende Lachstaler, hervorragende Lachsknödel, was auch immer. Ihr dürft sie nennen, wie sie wollen, auf jeden Fall sind sie lecker, auf jeden Fall sind sie gesund oder auf jeden Fall bringen sie uns weiter, so dass unser Training im Fitnessstudio natürlich auch einen Sinn macht. Deswegen lege ich jetzt los. So, die ganzen Zutaten habe ich jetzt hier in eine Schüssel gebracht, mit den sauberen Händen und den vorher gewaschenen Händen schön durchmengt, dass es eine schöne gleichmäßige Konsistenz gibt. Wie ihr seht, schaut es schon mal ganz gut aus. Und das kommt jetzt hier in die Muffinform. Da haben wir nachher wunderbare Lachsmuffins. Low Carb Style, Low Fat Style. Aber das Fett, was drin ist, reich an Omega-3 Fettsäuren. So, jetzt pinsel ich noch hier die kleinen Backformen, die Muffin-Backformen pinsel ich mit einem feinen Olivenöl aus, sodass natürlich nachher das Ganze so wenig wie möglich hängen bleibt. So, geht ratzfatz, gleich fertig. Und dann werden die Muffinsförmchen gefüllt. Und dann geht es danach, wenn sie gefüllt sind, geht es ab in den Backofen bei ca. 150 Grad. Warum nicht so heiß? Weil sonst wird der Lachs zu trocken. Und da gibt es nachher was Feines zum Essen. Ganz schnell noch das Ganze abfüllen. Einer hier, einer hier. Einer hier. Ist also wirklich kein großes Hexenwerk. Das heißt, die meisten sagen ja immer, ja, da muss man so lange in der Küche stehen. Sorry, das sind mal maximal Vorbereitungszeit von 15 Minuten, wenn es hochkommt. Der Rest macht ja der Backofen. Klar, man muss ja nicht ein bisschen mehr tun, wenn man die Pizza in den Ofen schiebt. Aber dafür haben wir hier natürlich auch ein artgerechtes Essen. Und das sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen, dass wir eine hohe Energie- und Leistungsbereitschaft mitbringen. Soll ich euch noch ein bisschen was predigen, was es alles bringt?
Ja, nicht nur körperlich, auch geistig, mein Lieben, bringt uns das auf Vordermann, die richtigen Nährstoffe zuführen. Das kann nicht schaden und klar, ist natürlich gegen Strom schwimmen, logisch. Ja, ist einfach in die Bäckerei zu fahren, sich eine Butterbrezel zu kaufen oder Nutella-Brötchen zu streichen oder ein Ciabatta-Brötchen sich in der Tankstelle zu holen. Ja, dafür ist es natürlich nachher auch eine Zahnstrecke, wenn man sowas gegessen hat, dass man sich dann über fehlende Leistungsbereitschaft beklagt. Und das natürlich das Training, das wir alle lieben, das mit viel Intensität und viel Engagement verfolgt euch auch Sinn macht. Genau deswegen lohnt es sich, in die Küche zu stehen und zu kochen. Das sind sie, die Lachsmuffins, und die kommen jetzt in den Ofen, 150 Grad Ober-Unterhitze. Und es sind insgesamt 40 Minuten bei 150 Grad, sind durch. Jetzt geht's ran, jetzt hole ich sie raus. Überraschung! Vorsicht, Kopf weg, heiß! Und ich schau mal rein. Ah, die sehen schon mal richtig klasse aus. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die perfekt schmecken. Warum? Weil ich sie gemacht habe, natürlich. Wow, aber heiß! Ups! So! Da sind sie. Gleich zeige ich sie euch. Und zwar, schaut einmal, was für lecker, lecker, lecker Lachsmuffins. So. Schaut mal. Wow. Total schöne Farbe. Und schauen wir mal. Einmal rein hier. Und eins rausholen. Sehr cool. Da habt ihr natürlich die ganzen Wenderei in der Pfanne und so weiter, habt ihr nicht. Und auch die. Schaut mal. So schaut das Ganze aus. Lachsmuffins. Dann Fine Great Taste. Lass mich mal gucken. Oh. Freunde, das ist Gourmet-Essen. Das ist absolutes Gourmet-Essen. Schmeckt Hammer. Schmeckt Oberhammer. Die lassen besser nicht kalt, kann man kalt werden lassen. Das heißt, ich werde jetzt mal gleich so von den 12 6 verhaften. Und die restlichen werde ich abkühlen lassen. Dann kommen sie, wenn sie abgekühlt sind, aber erst wenn sie abgekühlt sind, kommen sie Tupperware-Schüsseln. Und so habe ich für heute Abend nochmal was. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen schönen Salat dazu. Heute Abend werde ich mir gedünstetes Gemüse dazu machen. Wahrscheinlich, schauen wir mal, Blumenkohl, Brokkoli, schön angedünstet, mit ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch und das Ganze als lauwarmen Gemüsesalat. Und dann kommen hier die Lachsmuffins dazu. Genial! Also ich kann es euch nur empfehlen, macht's mal, kocht's mal nach, schmeckt super genial. Spitze! So, und das war ein ganz einfaches Gericht, ein ganz leichtes Gericht. Was habe ich gebraucht? Viertelstunde Vorbereitungszeit. Und danach 40 Minuten im Backofen bei 150 Grad im Backofen bitte vorheizen. Absolut problemlos. Und wer möchte, kann auch zwei Bleche machen. So hat man für zwei Tage auf jeden Fall Vorrat. Also, das war's. Personal Trainer Andreas Siebenbach aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein Essen. Meine Aufgabe.